Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei TK Whisky und frohe Weihnachten an euch alle. Ja, es ist Heiligabend und zu Weihnachten, da gönnt man sich doch immer einen ganz besonderen Whisky und ich habe mir dazu ein Glendronach Single Cask aus dem Jahr 1993 ausgesucht. Bevor ich euch was zu dem Whisky erzähle, noch ein paar Fakten zur Brennerei. Sie wurde 1826 von James Allardyce gegründet, sie liegt in den Highlands in Schottland und ja, sie hat schon eine wilde Vergangenheit hinter sich. Ich meine, circa 10 Jahre nach der Gründung gab es einen großen Brand. Es gab viele Besitzerwechsel und zwischen 1996 und 2002 war sie komplett geschlossen. 2008 hat Ben Riach dann die Brennerei aufgekauft. Ben Riach sagt euch allen bestimmt auch was, ist auch eine Brennerei aus der Speyside. Und so kam es dann auch, dass Master Distiller Billy Walker das Geschäft von Glendronach übernahm. 2016 erwarb dann der amerikanische Konzern Brown-Forman Ben Riach und somit auch Glendronach und auch Glenglassau. Glenglassau, die Brennerei, gehört auch noch dazu. Billy Walker ist dann zu Glenallachie gegangen und dann hat Masterblenderin Rachel Berry das Geschäft von den drei Brennereien übernommen, also von Ben Riach, Glenglassau und Glendronach. Ja, die Brennerei, sie brennen auf zwei Wash- und zwei Spirit-Stills und produzieren so circa 2 Millionen Liter Alkohol im Jahr. Vor Ort haben sie 6 Lagerhäuser, in denen circa 70.000 Fässer lagern und 11 Millionen Liter Rohbrand. Ob diese Zahlen noch so ganz aktuell sind, weiß ich nicht. Das, von wann diese Zahlen sind, das ging aus der Quelle nicht hervor. Ich kann euch also nicht sagen, ob es mittlerweile ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geworden ist oder gleich geblieben. Glendronach hat ein ordentliches Sortiment. Ich denke, da kennt ihr euch alle ganz gut aus. Die bekanntesten Abfüllungen, denke ich mal, sind der 12er, der 15-Jährige, der 18-Jährige, der auch nach dem Gründer James Allardyce benannt wurde, und der 21-Jährige Parliament. Ja, 2018, da hatte Whisky.de ihr 25-jähriges Jubiläum. Whisky.de wurde 25 Jahre alt und da haben sie eine Menge Jubiläumsabfüllungen rausgebracht, die extra für Whisky.de abgefüllt wurden und so halt auch dieser Glendronach. Ich zeige euch einmal das Flaschendesign, das ist die klassische Glendronach-Flasche mit diesem bräunlichen Etikett, das sind immer die Einzelfassabfüllungen. Und einmal die Dose. Da ist hier dann das gleiche Etikett drauf wie auf der Flasche auch. Hier steht noch ein bisschen was zu diesen Einzelfassabfüllungen. Und hier war dann auch noch so ein Kärtchen, das an der Flasche hing dran. Da sind dann die Tasting Notes drauf, die lesen wir jetzt aber nicht. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier in der Flasche haben. Also, wie ich schon gesagt habe, der Whisky ist 1993 destilliert und zwar am 19. März 1993, abgefüllt 2018. Er ist 25 Jahre alt, gereift in einem Sherry-Butt. Um was für ein Sherry es sich da gehandelt hat, steht leider nicht dabei. Es war Fass 662 und ich habe Flasche 177 von 585 und der Kollege hat stolze 59,2 Volumenprozent. Was ich echt heftig finde, für einen 25-Jährigen noch 59,2%, knapp unter 60, zeigt mir eigentlich, dass der damals nicht mit den üblichen 63,5% ins Fass gegangen ist, wie eigentlich immer in Schottland ins Fass gefüllt wird, sondern dass der höher ins Fass gegangen ist. Oder der Angel Share ist echt sowas von gering über 25 Jahre. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Hier steht dann noch mal drauf, exklusiv, ob ihr es lesen könnt, exklusiv 25jahrewhisky.de. Ich fand die Flasche sehr interessant, denn sie kam, ja, 2018 haben sie dann rausgebracht und die kam mit, ich meine, um die 250 Euro auf, also ins Geschäft. Und mit dem Clubrabatt, den ich hatte von Whisky.de, da kriegt man ja mal 5%. Ich meine, ich hätte irgendwie so um die 230, 235 Euro hätte ich dafür bezahlt. Ist natürlich für einen Whisky eine Menge Geld. Aber wenn man
mal vergleicht mit anderen Single Casts aus dem Jahr 1993 oder um 93, also 92 oder 94 oder so, da liegt man dann gerne mal bei 400 oder 500 Euro. Und da sind dann 230, 250 Euro doch noch ein Schnapper. Ja, Glendronach färbt nicht, der Whisky ist nicht kühl gefiltert. Hier seht ihr einmal die Farbe in der Flasche, ist gigantisch dunkel. Ihr seht, ist auch nicht mehr allzu viel drin. Ich habe die Flasche Ende, also zu Weihnachten 2018 dann aufgemacht, meine ich, und habe dann immer mal wieder ein bisschen probiert und ihr seht, das ist dann über die Zeit immer weniger geworden, aber denkt jetzt nicht, oh, da ist jetzt ja hier so viel Luft drin und das oxidiert dann noch weiter durch oder so. Ich habe da eigentlich immer Parafilm drum, damit da jetzt wirklich nur noch die Luft drin, die in der Flasche ist, klar, aber damit da nicht noch durch den Korken weiter geatmet werden kann, aber 25 Jahre im Fass, also das Ding ist durchoxidiert. Ich mache mir da jetzt nicht so die Sorgen, dass da noch irgendwie groß was verloren geht an Aroma. Und ich habe es bis jetzt auch nicht feststellen können, dass der sich irgendwie ins Negative verändert hat. Einmal die Farbe im Glas. Also sieht schon fast aus wie Cola. Ist schon echt ordentlich. Ja, und dann gucken wir mal, was die Nase sagt. Unfassbar. Super dunkel, schwer, süß. Direkt eine Riesenportion Trockenfrüchte, Datteln, Feigen, Rosinen, Trockenpflaumen. Richtig süß. Und dann kommt eine Schokoladennote hinzu, aber so richtig herbe Schokolade, so 80%ige Schokolade. Schon hin zu, ja, so Kakaopulver. Aber nicht so dieses Kakaopulver für Kinder mit ordentlich Zucker drin, was so süß ist, sondern so richtig dieses herbe Kakaopulver. Von den fast 60% in der Nase merkt man hier überhaupt nichts. Da könnte man fast meinen, da ist gar kein Alkohol drin. Aber voluminös die Nase, unfassbar. Und was ich immer wieder interessant finde, ich habe den jetzt ja schon öfter probiert, dass eigentlich jedes Mal, wenn ich den im Glas habe, entdecke ich immer was Neues. Das zeigt einfach, wie unfassbar komplex der ist. Ich finde da immer wieder neue Aromen. Jetzt habe ich noch so geröstete Nüsse, so gemahlene geröstete Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse. Eiche, so eine richtig schwere Eiche. Nicht, dass die alles andere erschlägt, so, aber so, boah, ja, so, also man stellt sich so richtig so ein altes, richtig dunkles Sherryfass vor, wenn man dran riecht. Dann entwickelt sich also eine Tabaknote, aber eher so Zigarrentabak, so ja, Zigarrenschachtel. Wenn Zigarren so in so einer Holzkiste aufbewahrt sind und dann man so in dieser Kiste riecht, diese Mischung so aus dem Holz und den Zigarren. Unglaublich, man kann sich da ewig mit beschäftigen. Also ein so ein Dram, der füllt dir den ganzen Abend. Jetzt kommen noch so Weihnachtsgewürze hinzu. Passt natürlich jetzt perfekt, das ist der
perfekte Weihnachtswhisky. Zimt bekomme ich jetzt noch. Ein bisschen Lebkuchen, Nelken. Anis. Boah. Könnte ich stundenlang dran rechnen. Also das Video wird dem Whisky nicht gerecht. Das müsste eigentlich eine Stunde gehen. Aber das will ich euch nicht antun. Deswegen probiere ich jetzt. Slange. Also, da merkt man auch den Alkohol, also der hat schon echt Power. Man merkt, das zieht so richtig einen Speichel aus den Wangen und aus der Zunge raus. Aber eine Aromenfracht auch, boah. Also so wie in der Nase, dunkle Trockenfrüchte, so Rosinen, Datteln, Feigen. Dann hat man dabei noch so im Geschmack, kommt noch Schokolade hinzu. Aber wie gesagt, so durch den Alkohol, der schiebt schon ordentlich an. Muss man dann doch relativ schnell runterschlucken. Und von daher mache ich mal ein bisschen Wasser rein. Also mit dem habe ich echt auch schon rum experimentiert. Mal nur zwei, drei Tropfen rein, mal ein bisschen mehr. Und eigentlich kann man den gar nicht versauen, meiner Meinung nach. Egal wie viel Wasser man da rein tut, also ich habe ihn jetzt nicht runter verdünnt, auch weiß ich nicht. 40 denke ich noch nicht, aber wie gesagt, ich habe schon sämtliche Varianten ausprobiert und hat mir bis jetzt alles gut gefallen. Von daher, den kann man eigentlich nicht verhunzen, den Whisky. Jetzt mit Wasser. In seiner Nase ein bisschen nicht mehr ganz so schwer. Diese schwere Eiche und dieses, ja, dieses richtig herbe teilweise. Das geht ein bisschen zurück. Die Trockenfrüchte bleiben. Hinzu kommt aber jetzt noch so, also eine richtig schöne, saftige Orange. Jetzt am ersten Schluck, der Abgang ist auch schon richtig lang, der hält sich richtig lang im Mund. Also da reicht wirklich ein Dram den ganzen Abend. Dunkler Honig kommt. Schokolade ist nicht mehr ganz so dunkel. Und jetzt könnte man den ewig im Mund lassen. Jetzt, wo der Alkohol nicht mehr ganz so anschiebt, der ist immer noch richtig kraftvoll, der hat immer noch über 50%. Aber jetzt könnte man den ewig im Mund lassen, weil er einfach so lecker ist. Der hat wieder die Trockenfrüchte, die Orange kommt jetzt hinzu, ein bisschen Honig, Tabak. Schokolade, so ein bisschen Leder, aber so, ja, so ein strenges Leder, so ein bisschen so, ja, schon ein bisschen
zu Wildleder. Unfassbar. Und die Aromen, die sind alle so eng miteinander verwoben, das ist, boah, irre. Also da muss man sich richtig viel Zeit nehmen, um den irgendwie mal so, also den richtig aufzuschlüsseln. Und wie gesagt, ich habe den jetzt über 2 Jahre immer mal wieder im Glas. Und ich finde immer wieder neue Sachen an dem. Unglaublich. Also diese Weihnachtsgewürze jetzt im Abgang. Nelke, Lebkuchen, Zimt, in Verbindung mit Anis, in Verbindung mit so dunklem Honig, und Honigsüße dabei, ein bisschen Schokolade. Boah, könnte man drin baden. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Wasser reingemacht. Die Honignote wird jetzt noch stärker. Trockenfrüchte gehen jetzt zurück. Also wird jetzt von den, nicht nur von der Farbe durch das Wasser, sondern auch von den Aromen her wird er jetzt ein bisschen heller. Also pur ist der richtig schwer dunkel, unglaublich. Trotzdem irgendwie, also ist herb, aber trotzdem auch irgendwie richtig süß. Also die Trockenfrüchte sind richtig süß und dann hat er trotzdem irgendwie so eine richtig schwere, herbe Note dabei. Und diese schwere, herbe Note, die geht dann mit Wasser immer mehr zurück. Aber trotzdem immer noch unglaublich schöne Nase. Jetzt ist die Orange noch stärker im Geschmack. Nelken kommen zu. Also die werden auch noch stärker. Richtig würzig auch. Also die Würze vom Fass. Die Eiche ist nicht. Man hat nicht so diese Eichenfracht, so diese Holzfracht, diesen Holzgeschmack wie bei einem Glenfarclas zum Beispiel. Die haben ja immer richtig so eine richtige Holznote drin. Die hat er nicht. Das ist eher wirklich so eine richtig würzige Eiche. Mit dunkler Schokolade, Kaffeenoten. Ja, schon hin zu Espresso. Aber nicht so diese Holznote, die viele ja nicht mögen. Unfassbarer Whisky in meinen Augen. Die Flasche, ich glaube nicht, dass ihr die noch irgendwo bekommt. Oder vielleicht irgendwo für, weiß ich nicht, für kranke Preise. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich dieses Jahr zu Weihnachten mir so gönne. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt Weihnachten so im Glas habt. Würde mich mal interessieren. Ja, das war's dann für heute und auch für dieses Jahr. Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr eine kleine Pause einlegen, ist ja auch nur eine Woche. Und ich möchte mich für dieses Jahr bedanken, dass ihr seit April, seit es diesen Kanal gibt, so fleißig immer dabei seid, meine Videos schaut, kommentiert. Ich freue mich da mal riesig drüber, mich mit euch austauschen zu können. Vielen Dank dafür und habe jetzt auch schon die über 200 Abonnenten.
freue ich mich total drüber. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal erreiche, dass so viele sich doch dafür interessieren, wenn ich hier meine Whiskys probiere. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch und euren Familien schöne Weihnachten, frohe Festtage, esst ordentlich, trinkt ordentlich, lasst es euch richtig gut gehen und dann kommt gut ins nächste Jahr, einen guten Rutsch, kommt gesund alle rein und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, ciao.